Hi, ja, hallo. Das hier ist der wunderschöne Kristallwald, den wir jetzt hier gerade. Richtig, der unter Dalaran. Hier ist auch ein großer Kristalldrache. Der ist sogar feindlich, wie man sieht. Oh, Scheiße! Was ist das denn? Oh, ich werde nicht mehr. Das sind der ist Kristalldrache. Bissig. Da, der. Kannst du mich retzen? Bist du tot? Nee, oder? Doch, der hat mir dreimal eingegeben im Flügel, dann war ich weg. Wo fliegst du denn her? Ich habe hier nur einen Christian, einen Kai hinter mir. Ja, und ich liege am Boden. Oder soll ich mich wieder beleben? Ja, beleb dich doch wieder, André. Ja, gut. Hat der Christian schon angemeldet, oder was? Oh. Kann er ja nicht. Wieso? Da liege ich denn. Keine Ahnung, wo der ist. Ich hol eben meinen Körper wieder. Ah. Er sitzt doch. Oh, mal schön hier durch die kristallenen Bäume. Ich habe übrigens angenommen. Ja, der Ami kann noch nicht. Ja, der kann annehmen, aber dann. Kommt halt wieder rein, wenn er lebt. So, der Healer müsste annehmen. Jo. Und der Ami müsste annehmen. Ja, der Ami nimmt jetzt auch jetzt an. Momentchen. Solltest du jetzt machen, weil sonst sind wir wieder raus. Habe ich angenommen. So. Na, eine neue Inni, supi. Oh, hier haben wir noch gar nicht. Ach, die kennen wir noch gar nicht. Annehmen. Und Druide. Das ist der von gerade, ey. Was ist das denn? Ah, von gerade, meinst du von damals? Ich weiß nicht. Ach so, ja, klar. Ich weiß nicht, wovon der Christian spricht. Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Aber warte mal. Sind alle noch nicht so weit. Oh, Olga, das ist ja richtig schön hier. Ja, eine schöne Architektur, ne? Oh, ich krieg sogar Intelligenz, ungefragt. Ja, irgendwann muss es ja mal. Ja, das stimmt. Ja, man muss ja Knoten platzen und du musst auch mal ein bisschen schlauer werden. So. Wie macht man sich unbeliebt? Ich glaube so, ne? Ey, ne, heute war der Holger mal fertig. Ich krieg da sonst immer die Sprüche. Du mit Recht. Ja, Holger, nur jetzt so erstmal. Hör mal, ich glaube, das ist der Druide, den wir schon kennen. Den hatten wir doch schon mal irgendwo. Das ist der auch. Hast du ein Déjà-vu? Hatten wir den nicht mal vor zig Tagen Hallo, mal gehabt? Hallo Schwitzlaus. Hallo Schwitzlaus, ja, sicherlich kennst du uns noch vom erfolgreichen letzten Spiel. Wenn du uns kennst, dann wirst du uns. Weißt du Bescheid, Schätzchen. Vielleicht krieg ich dich nicht geheilt, Alter, was geht? Was? Also boah, nee, was ist das denn jetzt? Ja, kann ich. Ja, ich Aggro. Nicht nur du. Boah, die scheiße Platz, Alter. Was ist das? Gut. Jo. Das waren auch meine Gedanken. Gucken, wie wir zu der Inni kommen. Ach, ist doch einfach einen roten Pfeil. Ach echt? Hat sogar Bogen laufen geschafft. Ja, super. Welcher Pimmern, auch wenn er jetzt auf Videos hat, wie kommen die denn alle daher, verdammt nochmal? Das war die Part. Die hat mich erspäht beim Heilen. Ach, nochmal rein in die Inni, ja! War ja jeder tot. Stimmt. Schöne Landschaft. Wunderschön am See. Die haben das extra so gebaut, weil die davon ausgehen, dass man öfters sich das anguckt hier. Boah, da ist aber einer fix unterwegs. Ach, das ist der. Ami. Pink Shot. Schon wieder.
Sekunden. Ich war auch als erster tot, ne? Mich hat's zerrissen, da kommt die Scheißpatt. Die Legion wird fallen. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, so sieht das aus, wenn man nicht mit Profis zusammenarbeitet. Ich bin es mittlerweile gewohnt. Dankeschön. Einmal mit. Ja, die Schwitzlaus wird auch schon in seinen Teil denken hier. Ja, Schwitzlaus, denke ich mal, weiß ja, dass das sowas normalerweise nicht passiert. Das lädt immer noch auf. Ja, wo ist der andere denn? Kommst du noch? Ja. Kann ich nämlich buffen. So, und einmal Int, bitte. So. Etwas langsamer da vorne. Wer rennt denn da vorne schon wieder los? Bin ich. Sorry, Sir. Ja. Sir, Colonel, Sir. Jetzt bitte die Putt. Lock die Putt, aber warten noch nicht alles auf einmal. André, Putt ist Patrouille, ne? Weil du hast ja Abkürzungen. Alles klar, Patrouille. Ich sehe das schon, hier ist nicht mal spaßeshalber mit Schießen, ey. Da muss man schon. Okay. Und achte mal auf die Buffs und so eine Scheiße, bitte, ja. Dass hier wenigstens nicht in den Feldern und alles Mögliche drin stehen bleibt. Jetzt heile ich mich nämlich zu Tode. Das wird ja lustig hier, so. Da Malo. Ich stürme aber die Rechten an, das sind die Caster. Die rennen dir dann hinterher. Siehst du? Warum kann ich nicht zaubern? Vielleicht stehst du nah dran. Das wird ja eine richtige Katastrophe hier werden. Wieso? Und eben einmal nicht zaubern. Der Zauber von mir wurde immer unterbrochen. Hohoho. Böse Sache. Und jetzt nur rausziehen, nicht rein. Ja, nicht, was ich meine. Vorher stehen bleiben, nicht nachher, vorher. Du kannst doch ganz in der Ecke stehen bleiben. Nee. Jetzt schön AE machen, Kai, André. Ewald. Du meinst Kandre? Kandre. Und rechte Seite auch erst rausziehen, Christian. Und nicht wieder unbedarft einfach reinstürmen. Hat man gehört, das hat mal wohl irgendwann ein Krieger gemacht. Ach so, ja. Das war aber nicht bei uns, glaube ich. Das war eine andere Gruppe. Der hat ja den Boss gepullt und so, weißt du? Solche gibt es, unglaublich. Habe ich auch mal gehört. Also ich glaub's auch nicht. Aber soll wohl echt so gewesen sein. Und dann war die Inni zu, der Rest der Leute kam nicht rein und sowas. Ah ja, damit der, das habe ich auch mal mitgekriegt, dass einer aus der Inni da sogar rausgeht. Der rennt auch noch zurück, genau. Der rennt dann da rein. Um die Ecke, damit der rankommt. Die Ecke zieht. Den anderen Kasten, ne, damit der rankommt. Aber wem erzähl ich was? Als alten Hasen, weiß ich das ja nicht. Macht der Boss? Ich hab keine Ahnung. Ach, der ist scheiße. Ich weiß auch nicht mehr genau. Da müssen wir, glaube ich, die Kristalle. Der rennt zu den Kristallen hin. Und wenn der bei so einem Kristall ist, zieht er dem die Energie ab. Und dann müssen wir den Kristall kaputt hauen. Und zwar möglichst schnell. In der Zwischenzeit ist er einfach nur ätzend. So, alle reinkommen. Ihr verschwendet genau. Zeit. Bleib ruhig bei dem Kristall stehen. Dann wissen wir nämlich auch, zu welchem er rennt. Jetzt den Kristall kaputt. Oh, das macht der AE, Mann.
gehen hin zum nächsten Kristall, damit wir wissen, wo er hinrennt. Jetzt rennen wir hinterher, wie cool. Okay, war ja halb so wild. So, Epix. Zaubermacht. Ich? Nee, ich will nicht mehr bluten, ja, wenn du meinst. Zaubermacht? Du Dolche tragen? Ich glaube nicht, ne? Ach komm, ich nehme einfach mal. Nimm ihn doch. Scheiß drauf, den. Dann weiß ich auf jeden Fall, ob er Dolche tragen kann. Ja, ich weiß ja nicht, die eine Laus, die schwitzt auf jeden Fall eh nie wieder. Aber wenn der. Wenn der Eule macht, dann könnte er auch Dolche tragen. Ach, nur einer. Was sind denn eigentlich für blaue Kugeln? Special Effects oder hat das irgendwie eine Bewandtnis? Die machen so eine Explosion. Ah, eh, wenn die sterben. Also nicht unbedingt alle drin stehen. Da kommen gleich ganz viele von, also aufpassen. Ah, ja. Ja, dafür haben wir doch unseren wunderschönen Schunderwöhn. Hier ist eine Quest übrigens, ne? Achso, ihr wollt die nicht, aber. Ihr könnt es abgeben und annehmen. Ich sagte es, ne? Wer macht so heiß? Unser Tank ist auch hochzufrieden. Das hört man, weil er gar nichts sagt. Er braucht einfach nur nicht alle pullen. Weißt du, es sind ja drei Gruppen, sehe ich da. Er pullt also drei. Ja, alle drei. Ja, das sind doch die Kleinen. Die machen Explosionen, wenn die sterben. War doch mal gar nichts. Der Boss erklärte Christian aber jetzt. Christian, erklär mal den Boss. Was geht da ab? Okay, und wie können wir damit jetzt umgehen? Ja, indem wir ihn kaputt machen. Mein Job ist Heiler, ich hab nichts damit zu tun. Ey, ich bin fast platt. Danke. Das wird, glaube ich, eine etwas engere Geschichte werden. Wenn du meinst. Gesundheit, 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 Gesundheit. Ich bin eingefroren. Sag das einer. Oh, Gott sei Dank, das war knapp. Schade, dass ich keinen wiederbeleben kann. Loot nicht vergessen, ne? Dann gelootet ist er. Hier diese Kristallkugel. Ja.
Ja, das sieht doch richtig gut aus. Wir laufen nicht zu weit, da ist ein Boss. Jungs, das war knapp. Alle da oder fehlt noch wer? Hier redet keiner mehr mit uns, also. Mach mal End. Ein Moment. Spektakulär! In dieser Indie war ich zweimal in 5 Jahren. Ein bisschen bescheiden. Ich noch nicht. Nee, sogar leider. Okay. Atemberaubt. Ja. Schweigt sterblich und lauscht meinen Worten. Das war ja mal Hammer. Eine Indie mit der Zwischensequenz. Erledigt. Hat man. Uns Eisenherz in Blau. Aber wohin geht's jetzt hier? Müssen wir abgeben hier. Ja. Geben. Oh shit. Verschwenden wir keine Zeit. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Seht ihr schon weiter, oder? Ja, ich sehe. Ich hab keine Ahnung, wo es hergeht. Ich such's auch gerade. Dann lauf wieder zurück zu dem Mann, wo ihr abgegeben habt. Ja gut, okay. Ja, rennt ihr wieder zurück, oder was? Kommt. Ihr seht mich ja jetzt hier, ne? Hier, Hüpfer, Hüpfer. Ah, ja. Ja, der sieht doch irgendwie sehr ungemütlich aus, der Kerl. Ah toll, ich dachte, das wäre voll der Ultra-Gegner. Super. 3 Meter groß und total schlapp. Ankommen. Hm. Vom Heiler, der konzentriert sich. Gedankenblitze sind so, das. Christian, du weißt ja noch, wie das funktionierte, oder? Also komm schon. Kannst du auch nicht einfach reinstürmen. Oh oh, wo bin ich denn hier? Etwas vorsichtiger, meine Herren. Ein schönes Planetarium haben die dahingestellt. Ich erwarte.
irgendwo. Ja. So, mal jetzt nicht so wild rumhüpfen, weil da vorne sind schon die nächsten. Okay, Rückwärtsgang. Ja, dann kümmere dich nicht so gleich weg. Boah, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warte doch mal einen Moment da vorne. Boah. Ja, die bleiben stehen, die Caster. Da musst du hingehen. Oder ja. Halt um die Ecke laufen und so. Aber okay. Ja, um die Ecke laufen, mal andocken, nicht direkt reinlaufen. Egal, ich reck jetzt nochmal, okay? Hab ja sogar ich verstanden. Da vorne ein bisschen andocken und zurücklaufen. Jetzt nicht mehr. Die restlichen Dinger, die gingen so halt. Kann man hinter dem Baum da ziehen. So, da kommt die Patt. Wo kommt die Patt? Jetzt. Ja. Das Ding da hinten, das große. Mhm. Das müsst ihr nämlich nur noch retzen. Ach so. Akro. Macht er doch schon. Brauchst du Nahrung, Holger? Nee. Linkslauf. Ja. Hier, da ist noch einer, der Typ da in der Ecke, bevor ihr weiterlauft. Hier ist noch einer. Seht ihr den da? Genau. Wo geht's her? Ja,
warst du doch schon, oder nicht? Ey, da weißt du, wie lange das hier ist? Die andere Seite. Bei mir doch genauso. Ja, ja, trotzdem. Du darfst jetzt erstmal alles klären hier, ist doch klar. In der Mitte ist der Boss. Beziehungsweise die Bosse. Steht übrigens eine Chance, ein Reittier zu bekommen. Endboss allerdings. Da sehe ich uns noch nicht. Ich sehe uns eigentlich jetzt hier bei dem schon scheitern. Weil ich weiß nämlich nicht mehr die Reihenfolge, wo man die killen musste. Ja, was ist das für eine Kugel da drin, wo du jetzt drin stehst? Was ist das? Das ist das Scheißhaus. Ey, sag mal, Energiekugel, Powerkugel, was ist das? Keine Ahnung. Irgendein Schutzschild von dem Gegner halt. Wir sollen da drüben erstmal die Typen, die an dem Computer da hängen, an diesen Würfeln platt machen. Nur mal so als kleinen Vorschlag. Die alles killen. Ja, aber die würde ich echt als erstes mal. Von wem der jetzt zuerst? Da, wo es gleich regnet. Ach, ach. Oh, hier, Zauber. Zauber okay. Nicht. Guck mal, ob du einen besseren hast. Sonst nimm den. Der ist schon mal nicht verkehrt, denke ich mal. Den. Soll ich mal Target setzen? Kannst du machen, wenn du die Reihenfolge festlegen willst? Nö, kann ich nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Guck mal, den Boss werden wir uns gleich erst bekommen. Bitte nicht den Boss jetzt wollen, weil das wird ein Vibe, definitiv. Ich weiß es auch nicht, so nah war ich nicht dran. Hätte, glaube ich, einen Debuff gehabt. Gut. Denk da in der Mitte nicht so nah an die Mitte ran. Hier sind wieder irgendwelche Typen. Ne, er hat gebullt. Jo, danke. André. Ich? Jo. Ja, ja, das können wir nicht schaffen. Ja, ich war aber. Ich war mit außen gegangen. Null Schuss. Ja, ich war betäubt und dann nach tot. Ich war ja außen, das mehr als außen geht nicht. Laufen. Ich bin tot! Ja, also das war auch ein Geistpfeiler, schon laufen. Ach, ja, super genial. Schaffen wir das jetzt auch noch? Den letzten schaffen wir wohl auch noch. Ich hab zwar keinen Mana mehr, ey. Ja, wie gesagt, ich kann den aber nicht bewusst geführt haben. Ich bin genau, gepult haben. Ich bin genau am Rand. Der hat mich gecheept, Alter. Ich komm da nicht raus. Versucht da hinten in der Ecke die nicht noch zu holen, ey. Das wäre gut. Keine Ahnung. Der Weinfeld, der, ja. Dudu hat ja auch getankt, ey, oder was? Ja, sicher. Natürlich, der hat dir die Hälfte vom Arsch gehalten, ne? Ja. Bring mir was mit. Was hat denn hier? Nee, bring nichts mit. Ja, sorry, ging mir anders. Christian, komm hinten, Kai bringt was mit. Ne, schon gut, ist weg.
Oh, Willenskraft. Kann doch bestimmt der André gebrauchen, oder? Ja, der André ist noch nicht drin, der ist gleich drin. Gott sei Dank. Kannst mich ja mal eben hier ein bisschen hochheilen. Ich kann nur Intelligenz gebrauchen, Willenskraft interessiert mich nicht. Danke, Rest esse ich. Nö, bis bald. Warte, ihr habt eine Instanz betreten, in der bereits Gegner bekämpft wurden. Ihr werdet Terrasse der Magier heroisch in 49 Sekunden zugewiesen. 3 von 4 Bossen besiegt. Was soll ich klicken? Annehmen. Ah. Oder ist... Gar nichts. Ich hab dich doch belebt, oder nicht? Nein. Bist du reingelaufen, oder? Ja. Du hast mich nicht belebt. Hm? Gut. Ich habe jetzt einfach mal Ja gedrückt, was auch immer das jetzt gewesen ist. Gucken, ob ich euch irgendwie finden kann. In meinem Eimer. Weißt du? Mal ganz kurz auf den Lokus. Alter! So lange müssen wir eh auf den André warten. Ich häng mich mal, wer ist denn hier? Der Pink Panther? Na, wo geht's denn her überhaupt? Hier links. Geradeaus. Ich wollte hier links her, aber gut. Ja, hier, wo ich bin, ne? Ja, ja. Ja. Ami, du bist auch da? Ja, ich bin auch schön da. Schön links herlaufen, ne? Ja. Hier ist ein Fragensteller. Wart ihr bei dem schon, oder? Fragensteller. Exhard Laretto, oder wie der Typ heißt. Ja, den möchte ich jetzt gerne mal bitte sehen hier. Ich habe hier ein Fragezeichen. Ex-Archler. Ist auf einer anderen Ebene. Lass das erstmal. Ja. Am Boss liegt laut Minimap nach links. Am besten, daher. Also einfach hinterm Boss geradeaus, dadurch. Also den wir gerade getötet hatten. Ey, bleib stehen, Mann. Ja, was denn? Ich sehe es gerade. Warte mal eben. Ja, hier muss man natürlich auch wieder aufpassen beim Pullen, ne? Alles hier runterziehen. In den Gang rein. Hier gibt es eigentlich auch so eine Kill-Reihenfolge. Voll Akku. Ich bin fast tot. Okay. Ich hab hier voll Heilakku gehabt. Ach, da. Alles, was Range ist, schießt auf mich. Boah, der Boss ist auch richtig ätzend, ey. Bildet euch nichts an. Ja, deswegen ist der letzte. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der funktioniert. Christian, kannst du dich wenigstens mal einmal dran und erinnern nochmal. Überhaupt kein Plan. Sollen wir warten, bis ich meine 4 Typen hier habe, oder wollen wir vorher angreifen, wenn wir die 4... Nein, warte, wir müssen erstmal überlegen, wie war das? Der hat mehrere Phasen. Und ein Teil eines viel größeren. Sag mal den Schwitzlaus. Der weiß schon was. Na gut, pass mal auf. Ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube, ich kenne wieder mal nur die heroische Variante. Ist doch heroisch hier. Hallo? Ja. Nein, das ist nicht heroisch. Der Dings hat doch gerade gesagt, heroisch, der André. Oder die Frage gehabt hat. Bla bla bla, heroisch. Ja, nein. Was? Hey, ich habe gar nichts gefragt hier. Außerdem, habe ich das hier angekreuzt. Ein Haken bei Terrasse der Magister unter heroisch. Das ist heroisch. Was? Echt? Ja. Ach du Scheiße. Den kriegen wir nicht alles auf den Sack. Also, ich
weiß das nicht mehr genau. Ja. Der hat mehrere Phasen irgendwie. Der macht einmal, da musst du drauf achten, Christian, der macht einmal einen Schlag für 50.000. Da musst du Schildball und die ganze Scheiße zünden, die du zur Verfügung hast. Da muss ich da mit meinem Vater, muss ich da Gottesschild und alles machen, damit er da ins Leere haut. Das kann ich auf keinen Fall, da bist du schlagartig tot. Dann fangen wir an zu schweben. Okay. Wenn der landet, dann überanstrengt er sich, dann landet der und dann müssen wir so viel wie es geht Schaden auf den machen. Und dann fliegen dann Kugeln durch die Gegend oder eine, ich weiß nicht mehr. Das hört sich ja richtig gut an, ne? Nee, das hört sich kompliziert an, deswegen hör mal zu. Da müsst ihr auf jeden Fall Abstand halten. Wenn ihr zu nah an die Kugeln kommt, kriegt ihr Blitze und sowas. Ah ja. Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist schon lange her. Und dann kommt irgendwie noch so ein Feuerelementar. Ich weiß es aber auch nicht. Ah ja, genau, das Feuerelementar, der hinterlässt... danke, André. Der hinterlässt so ein Ei. Ja? Das müssen wir kaputt hauen, bevor da so ein Phönix rauskommt. Alter, der hat ohne Ende Phasen, ey. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Sag mal, ist das ein Endgegner oder ist das ein Geschichtsbuch? Das ist der Endgegner hier von der Inni. Ja, komm. Versuchen wir es einfach. Ja. Vielleicht. Also, wenn Kugeln kommen, nicht, sondern die Kugeln. Wenn Ei ja, kommt, aufs Ei hauen. Fliegen. Die Kugeln kommen, wenn wir fliegen. Der Phönix, der schlüpft aus dem Ei, was da irgendwie ist. Dann müssen wir das Ei kaputt hauen, bevor der Phönix kommt. Frag mich jetzt nicht genau. Wir werden sehen. Also, wie gesagt, ich weiß das auch nicht mehr genau. Komm, hauen kaputt. Und Christian muss irgendwie so einen 50.000er-Schlag abhalten. Der kündigt sich irgendwie an. Ich mach meine Kugel, ne, die gefrorene Kugel dann auch mit an, sobald ihr hinten angreift. Mach so viel Schaden wie geht. Einmal, ja. André, bitte. Du bist auf dem letzten Platz im Moment. Ja, das ist ja kein Wunder. Komm, go. Probieren einfach. Einmal mal zum Gucken jetzt auch. Jetzt kommt man irgendwann mit Feuer. Ja, jetzt. Hinweg von der Kugel weg. Rumfliegen, nur rumfliegen und immer schön ausweichen. Ich kann euch nicht viel heilen. Schaden machen zwischendurch. Caster so, André mit. Ja. Auf den Typen schießen. Und von der Kugel weg. Ich ja noch nie. Was ist das denn, ey? Ich verfehl den andauernd, den Typen, ist ja Wahnsinn. Ich bin drauf, so viel Schaden wie geht. Das ist übrigens nicht hier ruhig. Doch, ich hab doch angekreuzt. Ja, und du, bei der Anmeldung stand auch hier ruhig. Das gar nichts! Der Meister wird euch vernichten! Ja. Heroische Terrasse da. Ruhig, ich werd bekloppt. Und kein Streiter. Streitkolben. Dann besser. Nein, nämlich. Der ist ja eh für Zauber macht. Also. Ah, stimmt. Gegenstände. Platte. Ja. Vergessen nicht zu looten, ne? Kopf von Keldas. Keldas. Ja, war das heroisch. Jetzt wundert mich gar nichts mehr, ganz ehrlich. Ja. Das Glück sein. Ja, Mox. Wir haben eigentlich bis zu ein paar unterbemittelten Figuren noch. Hab ich denn schon was zum Sockeln? Auf eine schöne Kulisse, oder? Ja. Stellen wir uns dann seine Leiche auf. Ja, genau. Warte mal, ich würde sagen, wir machen das so wie die, dass wir auf Safari machen. Wenn aber nicht im Mund stecken jetzt. Wieso? Der ist doch so schön am Gehen. Diese Ferkelei. Warte mal, du hast mich auf eine Idee gebracht. Kriegst du ihn jetzt in den Rock oder was? Ey. Bisschen face-sitting. War doch ja, halb so schlimm, oder? Ja. Der Boss. Bitte?
Der Boss ging doch eigentlich, ne? Nee, früher war der schlimmer, also ganz ehrlich. Also ich hab den ganz böse in Erinnerung. Winken wir doch mal zum Abschluss. Ja, dann winki winki. Tschö.